So, hallo liebe Leute und willkommen zu wieder mal einer Episode Gothic 2 die Nacht des Raben. Ich hatte letztes Mal, oder nein, einfach vorhin eine Fehlaufnahme. Heißt, die Aufnahme ging verloren und ich konnte von meinem letzten Backup bis hierher zurückspielen. Das einzige, was ich gemacht habe, ich war nochmal in der Diebesguild und habe Schlösser knacken gelernt. Hier zu sehen bei Talente Schlösser öffnen. Ja. Ich... Also die letzte Episode hatte ich nicht gerade viel Ahnung, was ich tat. Denn ich hatte ja schon eine Weile nicht mehr... Also war schon eine Weile nicht mehr dran. Aber jetzt hat sich das geändert. Ich weiß wieder, was ich zu tun habe. Ich hoffe, es laggt nicht. Ich bin im Hintergrund am Uploaden und am Rendern, also... Aber laggen tut's ja eigentlich nicht, hoffe ich. Ja, wir sind hier bei Baltram und ich habe vor, bei ihm ein nettes Amulett zu kaufen. Zeig mir deine Ware. Dieses hier. Jetzt haben wir aber noch zu wenig Gold, also verkaufe ich alle meine Degen, also übrigen Waffen und so weiter. Falls ihr einen, also falls ihr Degen der Banditen besitzt, verkauft diese, also dürft sie verkaufen, bis auf einen. Lasst einen immer in eurem Inventar, denn er sollte eigentlich für die Storyline nachher noch wichtig sein, also behaltet ihn einfach. So, wir verkaufen hier all dieses unnütze Zeug hier. Brauchen wir alles nicht. Scheiße. Verdammt. Ah. So. Wir haben wieder ein bisschen Gold. Oh, scheiße. Ich wollte ja das Amulett kaufen. Hier. Dieses. Amulett der Lebenskraft. Sehr schön. So. Und wir machen uns wieder mal auf die Socken. Ziehen dieses Amulett an. Und wir machen uns auf die Socken. Und ich denke, ihr wisst wohin. Wenn ihr immer fleißig zugeschaut habt. Was ich auch sehr hoffen will. Wir gehen jetzt die Banditen, also zu den Banditen, mal sehen, was die zu sagen haben. Skip hat uns ja hier diese, unten rechts diesen Turm markiert. Dort sind die Banditen versteckt und wir gehen mal mit denen reden. Ja, wieder dieses ewige Gelatsche. Naja, egal. Ist Gothic, ich mag Gothic. Hab sicher schon 3-4 Mal durch, also... Ich bin mir das Latschen gewöhnt. Man kann ja auch cheaten, aber... Cheaten ist low. Low. Einfach nur cheap und low und billig und langsam. Nein. Tief. Einfach nur arm. Und es laggt ein bisschen. Es tut mir leid. Aber ja... Stört ja keinen, wenn es beim Latschen ein bisschen laggt. Geht vielleicht sogar ein bisschen schneller. Naja gut, das bezweifle ich, aber... Egal. Hier haben wir vor ein paar Episoden... Also hier oben... Bei der Brücke da... Haben wir... Oh, scheiße. Die Banditen ausgeräuchert. Ein paar. Mit einer wunderbaren... Feuerregenspruchrolle. Ach, die Erinnerung. Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern. Hab ich schon. Ja, eher um nicht hier unnötig Zeit zu verlieren. Was ist passiert? Er wurde ausgeraubt von diesen Banditen unter der Brücke. Und er hat, also das Zeug unter der Brücke ist ihm relativ egal, aber... Ihm wurden Steintafeln gestohlen, die für ihn ziemlich wertvoll waren, denn er wollte sie Vatras, dem Wassermagier in der Stadt, abgeben. Und ja, die haben wir ja wegen der Steintafeln. Vor ein paar Episoden eingesammelt. Und ja, wir bekommen Erfahrung durch das Zurückgeben dieser Steintafeln. Und ja, bei ihm können wir nachher noch ein paar nette Sachen kaufen, aber dazu später mehr.
Wir wandern. Wir lägen uns voran. Naja, ist eine Ausnahme. Nein. Sieh mal an, wer da reingeschneit kommt. Der Bauernjunge. Du kommst mir gerade recht. Ja, hallo. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Ja, danke schön. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Ja, mit einem D. Okay. Heißt er vielleicht Dexter? Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Oh, ja, scheiße, Telefon. Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Ich mag nicht an dieses Telefon rangehen. Schnauze halten. So. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Schön für dich. Die Höhle ist mir allein ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Ja, toll. Es bleibt wieder mal an mir hängen. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Alles bleibt an mir hängen, verdammt. Ja, komm. Heute noch. Tu dies, mach das. Namenloser Held, mach dies, tu das. Mach mir das und, ja, ihr kennt es. Ja, nicht so schnell. Nein. Ja, nochmal. Verdammt. Ja, scheiße. Ein Mist viel weniger. Ja, du bist aber ganz cool. Mir die Erfahrung wegschnappen hier, verdammt. So, mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon mal eine Hacke. Schön. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Ja, danke schön. War ja klar, dass es wieder mal an mir hängen bleibt. Okay, wir speichern hier mal kurz. Speichern ist immer gut. Ja, komm her, du Biest. Ja, wie viele denn noch? Du armer Schlucker. So, muss ich schnell unterbrechen. Wieder ein Anruf, egal. Boah, schwarzer Goblin. Ja, wir nehmen lieber noch. Ich habe mal so ein in der Gothic Ini, also in der Konfigurationsdatei von Gothic habe ich mal die Shortcuts eingestellt. Mal schauen, ob es funktioniert. Ah, es funktioniert. Also H drücken ist High, also Leben auffüllen mit einem, sofern man natürlich Tränke hat hier, und P ist Mana auffüllen. Scheiße, nochmal stopp. Ach du Heiliger. Ja, geht's noch? Scheiße, verdammt, geht's doch. Stopp. Oh mein Gott. Oh. Sterb. Ja, ich denke, der Bogen ist die beste Lösung hier. Sterb. Boah. Das war knapp.
Oh, der hat eine Innos-Statue dabei. Ah, das wäre dann für die andere Quest. Wer Magier machen will und die Nacht des Raben hat, geht zu Laris und sagt ihm, er wolle zu den Magiern. Der schickt einen dann zu Vatras und Vatras schickt einen zu Daron, dem Magier am Marktplatz. Und der sagt uns dann, wir sollen diese Statue holen. Also falls jemand nicht weiß, wo diese Statue ist, hier ist sie, bei diesem schwarzen Goblin. Und mein Mikrofon ist verrutscht. Mal schnell auf die Stoppuhr schauen. 10 Minuten. Ja, wir hören bald. Wir stoppieren bald. Ja, ich denke, bevor ich hier noch einen Kampf anfange. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Ich bin weg.